I think there's something you should know about me. I just happen to like trials, I like danger, I like fire, I like nitro, I like getting in wild, I like a... My Schrammo is over the ocean. My Schrammo is over the sea. The sea. Ah, nein! Was? La Trials Evolution. Und Schrammo ist auch mit dabei. Dubidu. Das ist ja schön. Ach. Das war eine wunderschöne Ansage. Wer ist da in rosa? Das ist ja me. Du leckst auf dem rosa Auto. Ey. Echt? Ja. Du hast so bup, bup, geil, bup, bup, ey, das sagen mir die meisten. Mädels. Oh. Die meisten Kerle sagen dir, du leckst so krass. Bei mir steht Fred, glaube ich, noch am. Nee, Schamo steht bei mir noch am Ziel. Nee, bei mir steht aber auch irgendwer am ja, Start. Am Ziel? Am Ziel, genau. Oh, Treppe. Nee. Ah, ich kenne das aber mir. Für mich, ist manchmal auch überhaupt der Start das Ziel. Nein. Mein Ziel ist überhaupt so anzufangen. Und wieso ist das leicht? Das ist total kacke mit dem Motorrad jetzt hier. Ich bin leicht. Ich kann es kaum glauben, aber abgesehen von Schrammo und Mia, von Basti und Mia, ist Schrammo auch mit dabei. Übrigens, ja, falls das singen, ich komme hier nicht rüber, Alter. Was ist denn jetzt hier los jetzt? Oh nee. Oh ja. Ja, Schrammo ist mal wieder mit dabei. Basti hat ihm Penis-Pibi-Fotos, wollte ich gerade sagen, Penis-Fotos geschickt und hat gesagt, jetzt mache ich mal wieder mit. Ja. Ich habe gesagt, ja? Schrammo, guck mal, ich bin so traurig. Das ist der Grund. Hat Schrammo gesagt, den okay. Penis wäre ich auch traurig, habe ich gesagt, aber ich munter dich auf. Genau. Indem ich dir jetzt ein Lied singe. Du hast einen kleinen Penis. Dafür musst du dich nicht schämen, denn er ist. Doch, du musst. Dafür extra dünn. Ja. Ja. Er ist vielleicht klein, aber dafür dünn. Aber er stinkt wie ein großer. Oh, wow. Was? Das verstehe ich nicht. Wir sollen zurück und dann explodiere ich. Ja, du musst da nur auf dem Vorderrad sein. Oh, wie soll man denn nur auf dem Vorderrad zurückfahren? Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ja, danke für diese Aufnahme. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von. Wieso fährst du auch die ganze Zeit nur nach vorne? Alter, wie geil das gerade aussah bei mir. Ich hab das schon nur aufs Vorderrad. Das sah auch extra geil bei mir aus. So. Was hast du gemacht? Bist du nach vorne gekippt und passiert, bist du auf die Nase? Ist auch schön, einfach nach vorne zu fahren, einfach. Bam! Ja. Wie kommst du nur aufs Vorderrad? Mich nach vorne lehnen. Hä, aber du fährst auch rück. Ach ja, oh. Das bringt bei mir aber nichts. Boah, aber man muss ja, hinten. Ich weiß es jetzt gerade selber nicht mehr. Erst ich bremsen und dann. Das Problem ist, du musst loslassen und nach vorne drücken. Aber ich komme nicht rüber so weit. Also das Problem ist, du musst. Ich glaube, das ist ein Stück vor. Du musst in der Luft hängen bleiben, weil du nicht mit dem anderen Rad nach oben ran darfst. Kann man nicht. Ich habe probiert. Nee, du knallst dann nach vorne aufs Gesicht. Reicht es nicht. Ich hatte jetzt fest damit gerechnet, dass es reichen würde. Ich knall vorne mal an die Wand gegen. Man kann aber tatsächlich doch mit dem Hinterrad oben an die Decke und dann muss man nur Gas geben. Dann fährt man ja rückwärts. Versucht, das hat nicht funktioniert. Ich knalle mal. Ich weiß, das klingt jetzt seltsam, aber so hoch kriege ich das Ding nicht. Du musst kurz mal vorwärts fahren und dann rückwärts, dann kriegst du es dann oben. Ja, hoch kriege ich es, aber nicht so hoch, dass ich an die Decke komme. Ich stoße mir immer den Kopf vorne an der Dings. Nein! Ich bin links von dem blauen Bereich und hier geht's eine Rampe hoch und die ist das zu hoch. Das schaffst du nicht mehr. Oh, kleiner Fried. Oh. Oh. Warte mal, Konzentration jetzt. Wie muss ich machen? So muss ich machen. Nee. Okay. Also man muss tatsächlich mit dem Hinterrad hoch an die Decke und Gas geben. Also Tatsache! Oh, ist das einfach. Theoretisch. Ich komme mit dem Hinterrad nicht mehr gescheit hoch. Hat das doch... Am Anfang hab ich's geschafft. Whee! Ich war durch, aber da hinten hab ich hingelegt. Tatsache, ist das easy, lol, Noobs, get wrecked. Es ist nicht einfach. Na, easy. Ich komme einfach nicht hoch. Man muss halt einen Hochspieler... Ich schuss mir den Kopf. Au. Hm. Lehn dich erst nach hinten und dann nach vorne. Soweit. Das Problem ist, Nein! Ja. Sind die Bewegungen so geil? Also im Stand lehnst du dich einfach nach hinten und dann kannst du dich nämlich nach vorne lehnen, nachdem du rückwärts gefahren bist. Dann passiert aber, dann geht mein Moped nicht vorne hoch. Hinten hoch.
Zwei Spiele geht das. Nee, bei mir nicht. Du musst so weit nach hinten wie es geht, dann kurz nach vorne gehen und dann nach hinten wieder und dann hoch und dann Gas geben. Das ist wie ein Rückwärtsbunny Hop. Fahr ich rückwärts und das fahr ich anders. Nee, bei mir, ich gehe im Stand, gehe ich, setze mich quasi rein, hin. Wenn du dich nach vorne lehnst, darfst du nicht mehr auf die Bremse drücken. Ja, nee. Du musst quasi einfach nur... Du musst mit der Bremse schwimmen nach hinten und dann lässt du das Gas los quasi und ziehst hoch. Oh, und dann auf der Rampe da hinten darf man nicht mehr mit dem... Also so, und dann habe ich mich einfach nach vorne hingelegt. Du musst mit Gefühl machen. Nee, ich bin... Also mein Moped ist zu klein. Was hast du denn? Das ist Vorletzte. Ich weiß nicht, wie heißt der? Ja, das Gute. Oh, das ist zu klein. Mein Moped passt zwischendurch. Hast du dich gerade da drin überschlagen? Ja! Lol, zum zweiten Mal. Ja, das kann auch passieren. Du musst im richtigen Moment Gas geben, dann funktioniert es tatsächlich. Ich hab dich nach vorne Gas, oder was? Ja, genau. Gas geben, es gibt keine vorne Gas. Ja doch, wir fahren ja auch rückwärts hinten, wenn wir dann losfahren hier. Das Problem ist, auf dem roten Teil der Rampe darf man mit dem Vorderrad nicht mehr berühren. Oh, was? Ich bin gerade auf dem grünen Teil der Rampe. Ich bin über den roten Teil der Rampe gefahren. Du bist cool. Ja, aber dann hab ich mich gecrashed. Ich hab da einen Salto drüber gemacht, irgendwie. Ach Gott, Mia. So ein Anfängerfehler. Wir werden heute noch voll die Pros hier. Oh, ich bin aua, aber yeah. Jippe. Nein! Ich komm jetzt die Rampe nicht hoch, wenn ich keinen Schwung habe, nur so als Info. Ihr müsst mit Schwung da rauskommen. Ja, man muss wirklich... Hin. Ja, das war mein Problem auch, ich hab's langsam gemacht, aber du brauchst Schwung, sonst kommst die Rampe nicht hoch. Das war jetzt nicht gerade mein Problem. Nein! Mit dem Vorderreifen muss man da hin, dann die Rampe. Ja, gut, das ist ein Vorderreifen drin. Ist das ein Junge oder ein Mädchen? Da rauskommt und dann erstmal mit dem Gesicht so... Ups, ja. Dann hab ich ein seltsamer Mensch. Nee, ohne Witz, hier werden voll die Fuß. Wie hab ich das denn gemacht eben? Ach, immer dieses... Langsam und vorsichtig. Ich komme dann nicht. Ah, das ist doch scheiße. Man muss dann vor allem weiter Speed haben. Ich hänge jetzt hier in der Senke und komme da rückwärts nicht hoch. Ja, das hatte ich eben auch gehabt. Wie habe ich das denn gemacht? Ich bin da rüber, hab eine Seite gemacht. Ich auch. Ich habe das auch gerade gemacht. Aber ich hab mich gerade nicht gemault. Lecken? Ficken, habe ich gesagt. Ach, verdammt, ey. Und dann stehe ich da oben. Und dann fahre ich da hoch. Und dann komme ich immer mit dem Vorderrad auf den roten Bereich da oben bei der Rampe. Du musst einfach richtig Speed. Dann fliegst du einfach drüber. Ja, du musst mir richtig. Ja, aber ich habe einfach auf dem Gesicht danach jetzt. Ja, das ist dann der Skill Point. Muss ich da im richtigen Moment... Muss ich Jein! Ja! Ja, nein, ich meine. Jein! Au, oh, wow. Das hat weh. Ich muss es ja mal kurz loben, Entschuldige, wenn das jetzt ist ja auch ein Eigenlob, aber wir hätten vor einem halben Jahr hätten wir gesagt, brich das ab. Brich das ab. Ich hätte vorhin auch gesagt, brich das ab, aber dann ist mir auch... Dann hab du ich bist geworden, dass Schamo dabei ist, der hat was gelassen, der reißt das schon. Ach so, ja, das hab ich aus Acht gelassen. Das waren Fritz Worte gerade, falls die Leute das nicht verstanden haben. Was ist denn da? Wer ist Motorrad? Ja, ich muss mich erst mal hinten nehmen. So, vorne gehen. Okay. Ich hab ne Ahnung, wie das funktionieren kann. Nein! Oh. Du musst es nur erst mal austesten. Also, ihr müsst raus und dann müsst ihr euch sofort bremsen und dann macht ihr einen Salto. Okay. Nee, das funktioniert nicht. Ja, aber dann kommst du halt nur mit dem Rückgrat raus. Das Problem ist aber, dass du danach dann nicht genug Speed hast. Du brauchst richtig Speed dann. Du brauchst richtig Speed. Ich hab's geschafft! Reported. Nee! Ich hab's geschafft! Ich war oben über dem Startpunkt und da darf man dann nur noch mit dem Hinterrad aufkommen. Mit dem Vorderrad aufkommen. Achso, und dann ist die Strecke schon fast vorbei, oder was? Ich weiß nicht, mach ich. Nee, weiß ich nicht. Wie hab ich das denn gemacht? Manometer. Was ist eigentlich ein Manometer? Ich meine, es gibt ja Nanometer und alles. Das Manometer, Manometer misst Druck. In Männer? Ist das ja, ein, genau. In Tagen, in denen ein Mann, also in denen ein Mann nicht masturbiert hat. So. Ah. Und deswegen, so kann man Druck messen. Na, du musst da mit Speed auf jeden Fall rüber. Aber wieso hat es beim ersten Mal geklappt? Habe ich eine Seite drüber gemacht? Ich auch. Aber Bugs, müssen Bugs gewesen sein. Ah, okay, warte. Dann man muss doch einmal ganz kurz bremsen, im richtigen Moment. Und dann katapultiert es sich halt hoch. Die eigentliche Frage ist doch, wie fühlt man das Manometer ein? Also, wo wird gemessen? Im Mund. What? Hab ich ein Manometer? Im Mund des Partners. Ja, hab ich. Au. Ich bin gerade guter Dinger. Ich glaube, das lässt sich... Oh, ich bin schon unterbrochen. Der voll krass Skiller ist ja. Ja. Ich weiß aber nicht, ob der noch guckt. Ich glaube, der hat es irgendwann aufgegeben. Hat sich gesagt, das wird nichts mehr mit denen. Ja. Mir sieht er mal, wenn er es denn gesehen würde, dann würde er sehen, hat er nicht recht. Scheiße. Oh nein. Mann. Man muss dann wirklich mit dem Vorderrad aufkommen und mit dem also nach einem Sprung mit dem Vorderrad aufkommen. Ich muss den Finger, den Ringfinger wegnehmen. Der drückt die ganze Zeit aufs rechts hin. Das ist dumm. Was? Ja, wenn ich da rauskomme. Seid ihr eigentlich schon alle rausgekommen? Ich bin immer schon draußen, aber ich bin halt noch drin. Ich komme immer wieder drin starten, aber ich komme auch schon. Ich komme jedes Mal raus, aber... Ja. Nicht rüber. Ja. Ja. Mir maut er sich jetzt jedes Mal hin, seltsamerweise. Ich habe es auch bisher nur einmal geschafft. Sorry, beim ersten Mal war ich drüber. Das war bei mir auch beim ersten Mal, ja. Ja, nein! Es war das allererste Mal. Das allererste Mal. Tausendmal berührt. Noch, Mann. Wisst ihr, an was ich mal denken muss? An mich. Genau. I want to be freed. I want to be freed. Nein. Want to be freed. Oh, the night long. Fred. Wie geht das weiter? For a lifetime, heißt es so?
I want to be freed. Ich nicht. I want to be freed. Ich nicht. Fried müsste es anders singen. Fried müsste singen. I am freed. I am freed. Ich halte mich einfach raus und fahre einfach die Strecke jetzt. Ja, das sind die Idioten, ey. Die wollen nicht sein. Die wissen gar nicht. Okay, ja! Nein. Ja, komm so. Komm schon, Baby. Turn, nein. Turn your booty around. Bitte? Boah, die Strecke wird echt schwierig, aber ich habe jetzt eine Idee, wie ich das schaffen kann. Hex. Schön, wie man immer wieder auf dem Gesicht landet und man macht es trotzdem weiter. Ja, das ist die Motivation bei Extremsport. Wahnsinn ist, wenn man etwas immer wieder macht. Immer wieder falsch macht und ein anderes Ergebnis erwartet. Ja, genau, richtig. Wenn man etwas wenn man etwas... Fred, du hier Alter. Hier ist Fred. Du geile Sau. Was ist das? Hier ist Fred. Na, ich bin bis zu dem nächsten Sprung gekommen. Aber wisst ihr was? Und wir bekommen Punkte und er nicht. Ja, er ist voll der Noob. Kack, ja? Noob, get on my level. Wieso krieg ich keine Punkte? Weil du ein Kacknoob bist. Doch klar krieg ich Punkte. Nee, ich kriegst keine Punkte. Ja, aber du kriegst keine Punkte, wetten. Doch, doch, doch. Wieso denn? Das ist wetten. Doch kein. Das ist doch. Es ist doch kein. Doch klar, ey, lass uns wetten. Okay, Fred. Ich krieg ja viel mehr Punkte als ihr anderen. Oh, richtig, das muss ich mir jetzt bei dir angucken. Jetzt muss ich ja mal wieder Videos Ich bin halt nur bis zu dem ersten Sprung gekommen und danach bin ich abgesprungen, weil ich gucken wollte, ob ich direkt ins Ziel springen kann. Ging nicht, ich aber hab's auch überlegt, ob ich bin zum Checkpoint gekommen mit dem Sprung. Ah, war dann ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, ich wäre noch da, wo ich vorher war, aber war ich nicht mehr. Und dann war plötzlich Ziel da. Auch wenn es ein Cheaten war, aber... Wieso Cheaten? Er ist abgesprungen. Das ist eine Mechanik. Weil Fred die Strecke nicht wirklich gemacht hat. Das nennt man Cheaten. Warum ist mein Motorrad blau? Oh, oh ey, muss man nach unten? Wir müssen nicht nach unten, ne? Ja. Von unten? Okay. Nein, nein. Man stößt gegen die Tür. Nee, man muss oben lang. Mach ich doch. Oh, wie soll man denn da hoch? Basti, was hast du für Pro-Strecken rausgesucht? Frag ich mich auch gerade hier heute. Naja, er dachte halt, Schrammo ist wieder dabei dann. Genau, müssen wir mal die Dinggeschütze aufmachen. Richtig. Yeah, aber baby. Das geht doch, das ist doch eigentlich kein Problem, glaube ich. Ja, ich zeige das auch mal. Das ist ein bisschen zu hoch, würde ich behaupten. Auch. Nope, ist es nicht. Was? Basti ist drüber. Ja. Aber das hast nächste! Du musst. Ah ja, total easy. Nee. Okay. Da musst du dann mit Schwung weiterfahren auf jeden Fall. Danach müsst ihr Gas geben, ansonsten würde nichts. Ja, da ist eine Rampe, ich hab's gesehen. Kann man das hier machen? I want to be free. Aber du bist doch komm schon. Komm schon, nein! I want to be free. Und hi. Hallo. Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Mia hat Hunger übrigens, ne? Deswegen. Ich muss mal dran knabbern. Das stimmt gar nicht, das war meine Hand am Popschutz. Ich konnte die Finger wieder nicht davon. Deine Hand am Pop ist. Geile Popschutz! Ich fasse ihn auch immer total gern an. Leute, die nicht wissen, dass man das so nennt, fahren da ja doch total drauf ab, ne? Die finden das ganz ziemlich geil. Ja, boah, ja, Alter, geil. So ein Popschutz. Yeah. Das heißt doch nicht wirklich so, das hast du jetzt ausgedacht. Naja. Und dann das hast du dir aber doch ausgedacht. Dann nimmst du den Popschutz weg und machst's. Machst's! Oliver! Dieser Sprung danach ist so kacke! Komm da nicht mal rüber. Mich irritiert es auch, dass Schrammo die ganze Zeit bei mir am Ziel steht, am Start steht. Ich stehe nicht am Start. Ich fahr deswegen hier. Ja. Fred steht bei mir immer am Start. Wie immer. Fred bei mir steht keiner am Start. Bei mir auch nicht. Deswegen hat Fred gerade gewonnen. Lol, ich habe den ersten Sprung geschafft. Komm schon, Mann! Ah, ich komm noch nicht und dann rüber, fahr Alter. Ich hier ich komm nicht mal auf das Erste hier. Muss man da überhaupt rüber? Frage ich mich jetzt gerade. Ich bin rüber. Wie machst du das denn, Basti? Ich komme da nicht. Du lässt dich zurückrollen und dann fährst du einfach. Doch zurück. Ich dachte, das war blöd. Oh. Man muss da nicht rüber. Gesagt, du hast doch gesagt, mit Schwung. Du musst da nicht rüber. Du kannst auch unten herfahren, wenn du unten rumfällst. Übrigens, man startet wieder am Start, wenn man startet. Ja, hier ist das weiter. Ziel. Ich, lass mal rein. Basti, komm, du kannst unten rum. Gut, also, habe ich jetzt gerade in den Kopf gestoßen. Du meinst also da vor diesem Ding da? Ja, genau, da. Vor dieser Rampe. Ich guck erstmal, was passiert. Ja, nicht vor der Rampe, sondern vor der Rampe, auf der man landen muss. Da kann man unten reinfahren. Mich verarschen. Du gibst einfach Vollgas, dann geht dein Vorderreifen hoch und dann knallst du da eigentlich ganz gut drauf.
Nee, tut er nicht. Ich klatsche da einfach nur gegen. Ich komme hier nicht drüber. Ja, Basti, da zwischendurch, ja, da kannst du dazwischen. Da habe ich vorhin, wenn man es versucht, also wenn man nicht, wenn man einfach versucht runterzufahren, dann stößt man sich den Kopf. Ja, ich musste mich nach vorne lehnen und ganz langsam sein dabei. Oder nach hinten lehnen oder ach, irgendwie hat das funktioniert. Jetzt hätte ich es geschafft! Nein! Ja, so sieht's aus. Passiert leider manchmal, Basti. Ui! Ich bin heute richtig gut. Jetzt ist er oben! Gerade. Ja, so sieht's aus. Die Stunde ist leider vorbei. Die Hexe angemacht. Ja, und worüber haben wir uns gerade unterhalten? Ach, über Mias Hunger. Mia hat Hunger und deswegen beißt sie immer aus Reflex ab und zu ins Mikrofon. Na. Ich kann mir ja nichts zu essen leisten. Also nicht so viel, wie ich bräuchte für mein Astral. Ja, das ganze Geld steckst du ja immer in Mikrofone. Ja. Lecker. Ständig Mikrofone kaufen. Mir ist schon hier ein Stück rausgebissen. Oh. Alter, es ist so krass, wie man sich verbessert mit der Zeit. Ja. That's what she said. Ja, hat sie doch gerade. Ich weiß auch nicht, was ich... Ich wollte einfach nur irgendwas sagen. Ich hatte den Eindruck, still gewesen zu sein in der letzten... Ja, weil du dich konzentriert hast. Schön, dass ich jetzt hier an der Stelle festhänge. Willkommen in meiner Welt. Umi, hast du etwa Bastis Stelle gefunden? seine Fail Point. Ja, bei Basti F-Punkt. War das halt schwieriger als bei dir, Fred, ne? Für wen ist das jetzt ein Diss? Es ist, glaube ich, ja eher ein Diss für dich. Für Fred, ja? Nee, für dich. Wieso? Weil nicht in der Lage warst, den so schnell zu finden. Nee. Und weil's nee, weil Fred bisschen... so billig ist. Nee, aber... Warte mal. Ich komm, was? Nee, ist... Was? Was? Fred ist billig. Aber Mia ist doch dann die Billige. Ja, weil sie sowohl mit mir als auch mit Fred. Wären wir beide zusammen, Basti. Das ist noch das Schlimmste. Wie so ein Waffeleis. Waffeleisen? Waffeleis, habe ich gesagt. Was das? Ich werde angerufen. Ich bin's nicht. Stimmt, ich sage einfach, ich kann gerade nicht. Soll ich rangehen? Mama, ich kann gerade nicht. Mama, ich muss gerade gewinnen und über Sex reden. Wieso komme ich denn über diese in Scheiß... aller Öffentlichkeit? Ja, natürlich, ich studiere doch. Oh, endlich. Ach, ja. Verdammt. Oh, fuck, das ist explosiver Sprengstoff. Ich komme nicht über das dicke Rohr hier. Also ich komme schon rüber, aber danach komme ich nicht weiter, weil ich stehen geblieben bin. Das gibt's doch nicht, Fried. Oh, ich dachte, ich wäre Erster. So eine Scheiße. Niemals. Schrammo wird niemals Erster. Fried hatte keine Rücksicht auf irgendwen. Wo ist hier der nächste Checker da? Ich will ihn. Da sind Explosionsfässer. Nein! Wie heißt nochmal das berühmte Lied von Helene Fischer? Punktelos durch die Nacht oder so? Punktelos? Wieso punktelos? Wir haben noch alle Punkte. Das sind wohl jetzt Albträume als Student. Sieger. Lalala. Haben wir gelacht. Ja, Ladies und Gentlemen, das war's für diese heutige Folge von Trials Evolution oder wie der Holländer sagt, Trials Evolution. Nee, gar nicht wahr. Mit dem Babaste, dem Meermaus und dem Schremo. Schremo, das klingt wie... Sweden. Hä? Das ist mein Rapper-Name. Das ist ein Schlumpfname. Das klang jetzt so ein bisschen jiddisch. Jiddisch? Und ich dachte, das wäre vielleicht sein jiddischer Name. Ja. Ich würde sagen. Tschüss, so wie Schlomo. Schlomo. Bis zum nächsten Mal. Ihr geilen Säue. Tschüss.